Die Erfahrungen aus den Lockdowns haben gezeigt, nicht immer haben Teilnehmerinnen einen PC zur Verfügung, den sie zum Lernen nutzen können. Dann gilt es zu sehen, welche Ressourcen vorhanden sind. Bei den meisten ein Smartphone und damit zu arbeiten. Wie kann mobiles Lernen mit dem Smartphone sinnvoll gestaltet werden? Das beschreiben wir am Beispiel der Einrichtung Danaida und ihres Schwerpunktes Basisbildung und Deutsch als Zweitsprache. Unser Ansatz ist es, die vorhandenen Ressourcen und Kompetenzen der Lernerinnen zu nutzen. Das Smartphone wird von den Teilnehmerinnen als Kommunikationsmittel verwendet. Das ist unsere Erfahrung und Erkenntnis, die sich durch die Erhebung und Erprobung in vielen Projekten ergibt. Als Frauenprojekt ist es uns außerdem wichtig, den Zugang für Frauen zu digitalen Medien und Tools zu stärken. Welche Infrastruktur braucht es nun konkret für das mobile Lernen? Um Teilnehmerinnen bei ihren Nutzungsgewohnheiten abzuholen, bieten sich Messenger-Apps an. In der Praxis wird häufig WhatsApp verwendet, da es die Teilnehmerinnen schon kennen. Wenn möglich, sollte man hier jedoch auf einen sicheren Messenger wie zum Beispiel Signal umsteigen. Idealerweise wird für die Lerngruppe eine Gruppe gebildet. Dann können mit dem Messenger Inhalte als Textnachricht, Sprachnachricht, Bild oder per Link oder auch als Video übermittelt werden. Analoge Materialien wie Arbeitsblätter oder Aufgaben im Kursbuch erlauben den Teilnehmerinnen eine Pause vom Smartphone-Bildschirm und können zum Beispiel händisch bearbeitet und per Fotodokumentation abgegeben werden. Zusätzlich empfiehlt es sich, einen Ort im Web einzurichten, an dem wichtige Dokumente zu finden sind. Bei Danaida ist das eine einfache Website mit Terminen, Aufgabenstellungen und Links, auf die die Teilnehmerinnen jederzeit zugreifen können. Auch an Live-Online-Meetings, zum Beispiel per Zoom oder Eyes-On, kann man vom Smartphone aus teilnehmen. Dafür brauchen die Teilnehmerinnen die passende App und idealerweise ein Headset. Lehrende sollten in der Gestaltung der Meetings darauf achten, Folien mit großer Schrift zu versehen oder auch statt einer Präsentation ein Textverarbeitungsprogramm mit großer Schrift zu verwenden. Also die Komplexität zu reduzieren und die Sichtbarkeit zu erhöhen, damit die Inhalte gut lesbar sind. Neben Messengern und Live-Online-Meetings für die persönliche Kommunikation können auch Lern-Apps mit vorgegebenen Inhalten, zum Beispiel für Sprachübungen, Vokabeltraining oder Quizzes bzw. Fragebogentools mit eigenem Content verwendet werden, wenn diese für die mobile Nutzung optimiert sind. Bei Danaida wird hier zum Beispiel Wordwall verwendet. Am besten recherchiert man, was für den eigenen Anwendungsfall am besten passt. Die Elemente Messenger-App, Ort im Web, Live-Online-Meetings und gegebenenfalls Lern-Apps ergeben gemeinsam ein Kursformat für mobiles Lernen mit dem Smartphone. Bei Danaida finden die Kurse zu fixen Zeiten statt und beginnen zum Beispiel mit einem Begrüßungsvideo im Messenger bzw. mit einem Live-Online-Meeting, bei dem die Aufträge für den jeweiligen Kurstag erklärt werden. Dann bearbeiten die Teilnehmerinnen die Aufgaben im Selbststudium oder in Partnerinnenübungen und die Kursleiterin kann in Zwischenzeit mit den einzelnen Teilnehmerinnen in privaten Chats Fragen beantworten und Lösungen anbieten. Die Abgaben erfolgen meist mittels Einzelchats. Gerade in der Basisbildung kann es aber auch Sinn machen, Lösungsvorschläge oder Audioaufnahmen in die ganze Gruppe zu schicken, da der Übungseffekt bei den Teilnehmerinnen höher ist, wenn sie ein Wort oder Sätze häufiger sehen oder hören. Die Erfahrung bei Danaida hat gezeigt, dass die aktive Beteiligung der einzelnen Teilnehmerinnen in einem solchen Mobile Learning Format höher ist als in Präsenz. Insgesamt ist es beim mobilen Lernen besonders wichtig, darauf zu achten, die Teilnehmerinnen nicht zu überfordern. Gerade wenn sie digital
noch eher ungeübt sind. Das bedeutet, man sollte Struktur bieten und einen einfachen Zugang ermöglichen, zum Beispiel per Messenger-App oder mit QR-Codes oder Links. Auf die Wünsche und Bedürfnisse der Teilnehmerinnen eingehen. Methodenwechsel wegen des kleinen Smartphone-Bildschirms machen, zum Beispiel mit Audioaufnahmen oder Schreibübungen. Wenn möglich, zusätzlich Präsenzphasen nutzen oder auch Einzelcoachings in Präsenz anbieten. Zusätzlich zum Eingehen auf die Teilnehmerinnen ist es ganz wichtig, die Bedürfnisse der Trainerinnen im Auge zu behalten. Eine zeitliche Abgrenzung muss möglich sein, sodass sie nicht rund um die Uhr Nachrichten beantworten müssen. Für die Chats sollten vom Anbieter Geräte zur Verfügung gestellt werden, sodass die Trainerinnen nicht die privaten Smartphones verwenden müssen. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Gestaltung Ihrer mobilen Lernszenarien.